Gut, wir haben noch ein, zwei Minuten Zeit. Ich bin mit meinem Vortrag zu Ende, nehme aber gerne noch Fragen an. Ja. Mich würde interessieren, wenn ich jetzt einen klassischen Fachbereich habe, der von Kollegen gegen Arbeit hat, ob es da irgendeine Form von Marken oder Interface noch gibt, wo man sich das vorstellen kann. Ja, werden wir sehr wahrscheinlich noch machen, aber man sollte nicht die Illusion haben, dass diese grafische Oberfläche immer noch vielleicht von jemandem unterfüttert werden muss, der auf konkrete Steuerelemente bei Ihnen zugreift. Also es gibt Tools, die bilden Ihnen in einem Baum eine Schleife und so weiter da, aber es kommen ehrlich gesagt nur Spielzeugtests dabei raus. Also, das ist leider so. Da würde ich lieber diese Trennung vornehmen, dass Sie sagen, suchen Sie sich jemanden, der Perl, Python, Tickle kann, der stellt die Bibliotheken zur Verfügung und die anderen füttern einfach nur Tabellen oder Masken. Also das würde ich lieber dann durch so eine Trennung der Aufgaben machen. Ja. Sind denn Ihrer Meinung nach die größte Versorgung von Bibliotheken für einen Fachbereich? Wie viel kann der Fachbereich denn überhaupt noch überblicken, bevor er denn nicht mehr sauber ist? Was meinen Sie in dem Sinne nicht sauber? Also es ist ja wie beim Programmieren, dass man die Abstraktion schafft. Man kann sie ja auch. Also ich meine, wir haben das mal versucht und wir haben für uns damals für einen Fachbereich festgestellt, der kann ja ein paar hundert Bibliothekseinträge sauber auseinanderhalten. Aber dann wird er unscharf. Also Versicherungen prüfen, hat der eine so interpretiert und der andere hat dann irgendwie Versicherungsvertrag prüfen draus gemacht. Das war zum Beispiel das. Also ich würde einmal nicht versuchen, zu stark zwischen den Bereichen zu teilen, die Arbeit. Also das ist es manchmal vielleicht nicht wert. Das andere, was ich sonst empfehlen würde, ist, dass Sie das auch so ein bisschen noch auf höhere Ebenen packen. Also dass Sie in mehreren Schichten arbeiten, von denen dann eine Bibliothek auf andere mit mehr Details wieder zugreift. Also dass die oberen Skripte wirklich nur noch Fünfzeiler sind. Die müssen ja auch nicht in diesen Skriptsprachen sein. Also man kann ja auch, Keyword-Driven wird das auch genannt, diese Art von Tests ja auch in der Tabelle ablegen und dadurch dann halt ein einfaches Schreiben ermöglichen. Ja. Das ist auch ziemlich einfach, kann man deterministische Tests auch machen in einer komplexen Datenbankstruktur, die sich in ein paar einzelnen operativen Systemen und kann man diese operativen Datenbank testen. Ja. Und dann schreiben Sie ein bisschen Tabellen, Auswertungen und die sind jeden Tag ein bisschen anders. Also ja. Ich kann auch nicht sagen, es ist auf jedem und jedem Element abgebildet, aber das sind eine Liste von Elementen ist und ich Ja. müsste das richtig erstmal finden, da stößt das System wohl dann an die Grenzen weg. Nein, mit den Daten, also Sie können daraus natürlich auch erstmal auf SQL-Tabellen und so weiter zugreifen, um. Dynamisch ist, Ja, Sie können ja hier, also in unserem Fall, das ist jetzt JavaScript, kann ich so ein SQL Connect und dann kommt hier der Verbindungsstring und dann kann ich da Befehle ausführen, Daten reinschreiben, Daten rauslesen, also das geht auch dynamisch. okay, jetzt kommt je nach Element, was ich in meiner Liste habe, was ich angezeigt habe, kommt noch ein Story hoch, weil es abhängig ist vom Objekt. Die Logik werden Sie sehr wahrscheinlich selber abbilden müssen, ja. Das kann wirklich kein Werkzeug von alleine raten, ja. Gibt es keine Lösung Kann ich mir so nicht vorstellen. Also es ist ja wirklich sehr anwendungsspezifisch. Was wir dann machen, wenn jemand das nicht so ganz glauben kann, dass wir sagen, gibt uns doch mal eine Anwendung und setzen wir uns ein, zwei Tage hin und schreiben mal Beispielskripte, wie wir das machen würden. Das ist dann unser Angebot, um mal so die Best Practices zu zeigen. Okay. Ja. Ja, doch, das waren Sie, ja. Ja, also im Moment verlassen wir uns noch sehr auf dieses Runtime-Interpretieren, weil wir, das habe ich gar nicht gesagt, in unseren Skriptsprachen auch die komplette GUI-Technologie anbieten. Also ich kann zum Beispiel von meinem Windows-PC aus auf einem iPhone eine Funktion aufrufen. Und das ist halt hundertprozentig on the fly. Das geht mit diesen halbkompilierten Sprachen ein bisschen schwerer, aber natürlich geht es auch und werden wir auch noch machen. Wir haben jetzt auch mit Microsoft eine Kooperation angefangen, wo wir das ja schon auch für .NET-Sprachen machen müssen. Ja, und Sie hatten noch was? Ja, wie schaut es mit nicht funktionalen Tests aus, wo ich Ja. Also einmal kriegen Sie bei den Testresultaten eigentlich für jede dieser Sachen, die Sie mitloggen, erstmal so ein Timestamp. Und da das nachher eine XML-Datei ist, können Sie das auch auswerten und sagen, normalerweise hat der Test insgesamt nur 10 Sekunden gedauert, jetzt braucht er plötzlich mehr oder welche Schritte haben wie lange gedauert. Was Sie noch machen können, ganz einfache Beispiele liefern wir auch, zum Beispiel so ein Monkey-Test, der wie wild in der Anwendung einfach überall rumklickt und versucht, sie zum Abstürzen zu bringen.
Also das, sowas lässt sich damit machen. Und wie ich auch schon meinte, Speicherlecks und CPU-Verbrauch kann man auch dann halt nebenbei noch mitloggen. Ja, also die Timestamps gehen wir mit aus. Wenn Sie jetzt sagen, so Memory Leaks, kann man halt abfragen, wie viel Speicher verbraucht gerade die Anwendung, und dann schreiben Sie das mit in das Log hinaus. Okay, ansonsten stehen wir noch unten in der Halle an unserem Stand für Fragen. Demo-Versionen schicken wir Ihnen gerne von dort aus, und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.